Darum sind Hubschützen so genial. Sollte euch das jemals passiert sein und ihr brauchtet einen Traktor, dann wisst ihr jetzt, warum wir unsere neuen Hubstützen von Goldschmidt so lieben. Eingegraben und nichts geht mehr. Tja, und dann zieht man sich einfach am eigenen Schopf aus dem Morast. Ey, ehrlich, das ist doch genial. Und habt ihr jemals Schneeketten gebraucht, dann werdet ihr diese Hubstützen ebenfalls lieben. Einfach hoch die Räder und das Montieren der Schneeketten ist kinderleicht. Das ist jetzt das Geilste, was wir je eingebaut haben. Das ist unglaublich. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet und mir fallen ständig neue Sachen ein, für die so eine Hubstütze gut ist. Auch das will ich euch heute erzählen und natürlich testen wir die Hubstütze von Goldschmidt in allen Lagen und zeigen euch, wie sie im täglichen Gebrauch ja, das Leben leichter und schöner werden lässt. Und solltet ihr auch nur an der Technik interessiert sein, dann zeige ich euch im späteren Teil des Films, wie bei Goldschmidt im schönen Walldürn uns die HLC Smart Hubstütze eingebaut wurde. Willkommen auf WOMOBLOG! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fahren jetzt seit über 30 Jahren Wohnmobil und bislang war ich eigentlich immer der Meinung, Keile zum Ausrichten des Wohnmobils seien völlig ausreichend. Ja, im Gegenteil. Zu Beginn unserer Kastenwagenkarriere hatten wir nicht einmal Keile dabei und wenn das Wohnmobil halt schief stand, ja dann stand es halt schief und wir schliefen im Zweifelsfall auch mal verkehrt herum im Bett, damit der Kopf ein bisschen höher als die Füße waren. Vielleicht liegt es am Alter oder einfach daran, dass wir bequemer werden oder vielleicht auch am nötigen Kleingeld. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Goldschmidt HLC Hubstütze einbauen lassen. Zum Festpreis von 5.999 Euro war sie zum Verkaufsstart zu haben. Das ist auch meines Wissens noch der Preis im Jahr 2022. Solltet ihr diesen Clip in ein paar Jahren schauen, guckt mal bei Goldschmidt, wie der aktuelle Preis ist. Das hängt immer auch mit der Länge des Wohnmobils zusammen. Denn die Hydraulikschläuche werden natürlich nach Länge berechnet, aber ja, dazu mehr am Ende. Die erste Frage auf jedem Stellplatz ist immer, warum habt ihr denn eine Hubstütze? Und dann sofort die Aussage, das ist doch viel zu teuer. Ja, 6.000 Euro sind viel Geld, da brauchen wir überhaupt nicht drum herum reden. Aber wie immer ist es eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Und beim Gesamtpaket Wohnmobil, wo wir mittlerweile nicht mehr über 50.000 Euro, eher über 80.000 oder 100.000 Euro reden, ist es ein Posten, den man sich durchaus gönnen kann. Aber ihr habt recht, man braucht keine Hubstützen. Habe ich ja selbst immer auf womo.blog auch am Stammtisch erzählt. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch noch nie eine Hubstütze erlebt und selbst im Einsatz. Heute, nach nicht ganz einem Jahr, rede ich da völlig anders drüber. So eine Hubstütze ist natürlich purer Luxus. Ein geniales Stück Technik, dass ich mich schon jetzt frage, warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Da rede ich natürlich erstmal von Bequemlichkeit, aber es gibt auch noch andere Gründe. Zwei außergewöhnliche Ideen habt ihr vor dem Trailer gesehen. Hubstützen an sich gibt es ja viele. Manuelle und hydraulische. Ja, es gibt sogar ein paar elektrische. Nur wenn schon Hubstütze, dann hydraulische. Und wenn schon hydraulische, ja, dann die neuen von Goldschmidt, die HLC Smart. Warum die HLC Smart von Goldschmidt? Da gibt es verschiedene Punkte. Was mir von vornherein gut gefallen hat, ist, dass Goldschmidt fair mit den Gewichtsangaben umgeht. Und das macht wirklich nicht jeder. 70 Kilo sind nicht wenig, aber es bringt ja nichts, wenn andere Anbieter von 30 oder 50 Kilo faseln, wenn man am Ende auf der Waage feststellt, dass es fast 100 Kilogramm sind. Zudem gibt es bei Goldschmidt keine versteckten Kosten und man bekommt das Komplettpaket, ohne weitere Module dazu kaufen zu müssen. So war bei uns gleich die Wiegefunktion mit dabei. Man kann die HLC mit einer Fernbedienung oder per App steuern. Ebenfalls ohne Zusatzkosten. Bei Goldschmidt hat man ein zentrales Hydraulikaggregat mit der Steuerzentrale, somit nur einmal Gewicht, das die einzelnen Stützen dann mit Druck versorgt. Und wenn es nicht in Betrieb ist, verbraucht diese Hubstütze keinerlei Strom. Aber am wichtigsten bei uns, dass man keine Löcher in den Innenraum bohren muss.
dass nicht irgendwelche Teile im Stauraum verbaut werden oder Kabel gelegt werden müssen. Alles, mal wirklich alles, spielt sich unter dem Wohnmobil ab und kann im Bedarfsfall auch wieder abgebaut und vielleicht auf ein anderes Wohnmobil umgebaut werden. Könnte ja auch mal interessant werden, falls man das Wohnmobil wechselt. Wie funktioniert so eine Hubstütze? Ihr kennt bestimmt diese metallischen Stangen an den Armen eines Baggers. Das sind Hydraulikzylinder, die durch ein ausgeklügeltes System aus Schläuchen und Ventilen und einer Druckpumpe, die Öl in und aus dem System pumpt, besteht. Da lässt sich der Hub dann ganz genau steuern, millimetergenau. Bei der Goldschmidt HLC hat man 4 davon fest am Chassis des Wohnmobils verbaut, die unten in Tellern enden. Zur Gewichtsersparnis hat nun nicht jeder dieser Hydraulikzylinder eine eigene Pumpe, sondern wird durch ein Aggregat, das in der Mitte des Wohnmobils verbaut wird, gesteuert. Hier sitzt der Ölbehälter, die Ventile, die gesamte Steuerung. Der Platz wird dabei so ausgewählt, dass die Gewichtsverteilung optimal ist. Jetzt war natürlich mein erster Gedanke, wenn man da etwas von der Straße hochfliegt, kann das dann nicht kaputt gehen? Auch darauf achten die Mechaniker durch die Standortwahl. Zudem ist das Aggregat geschützt. Auch die Hydraulikschläuche sind so gebaut, dass sie quasi unkaputtbar sind. Und die Anschlüsse der Hydraulikschläuche an den Zylindern sind bei Goldschmidt direkt unter dem Boden. Auch das hat nicht jeder Hersteller so. Nicht selten ist oben am Zylinder ein Druckschlauch, wo das Öl hinein, und ein zweiter Druckschlauch unten, wo das Öl zurück zum Aggregat fließt. Dieser untere Anschluss ist dann natürlich gefährdet, wenn etwas dagegen fliegt. Noch eins, die Hubstützen von Goldschmidt fallen auch dann nicht runter, wenn so ein Druckschlauch fehlen würde. Auch das ist wichtig. Stellt euch vor, der Zylinder rutscht während der Fahrt raus und der Teller, also die untere Platte, schleift dann auf der Straße. Überhaupt ist das Sicherheitskonzept von Goldschmidt überzeugend. Die Stützen können nicht herausfallen und schon mit dem Motorstart fährt die Hubstütze automatisch ein. Und solltet ihr mal keinen Strom auf der Anlage haben, hat Goldschmidt ein Kabel für den Zigarettenanzünder, mit dem man die ausgefahrenen Hubstützen einfahren kann. Ach, und sollte wirklich gar nichts gehen, kann man die HLC manuell einfahren. Und wenn sie einmal eingefahren ist, sichert ein geniales System die Zylinder, sodass sie nicht mehr herabfallen können. Soweit die Theorie. Uns ist es im Odenwald passiert, dass unsere Batterie keine Leistung abgab. Lag am Ende an einer nicht festgezogenen Mutter. Tut jetzt hier nichts zur Sache, aber auf jeden Fall kam nicht genug Strom bei den Verbrauchern an. Wir standen auf einem Wanderparkplatz an der Neunkirchner Höhe und konnten nicht wegfahren. Glücklicherweise erinnerte mich an die optionale elektrische Notentriegelung. Ein Kabel mit Zigarettenanschluss, das bei uns unter dem Fahrersitz liegt. Das Kabel in den Zigarettenanzünder gesteckt. Der läuft ja mit der Startbatterie und wir konnten die Hubstütze einfahren. No problem. Nur muss man dran denken, dass es das Notkabel gibt. Das hatte ich zwischenzeitlich schon wieder vergessen und war erst einmal ein wenig in Panik geraten. Stecker in den Zigarettenanschluss, Hubstützen hochfahren und ab nach Hause dem Batterieproblem auf die Spur kommen. Soweit zur Technik. Aber warum finden Nadja und ich unsere Hubstützen einfach so herrlich dekadent und genial? Immer perfekt gerade stehen, kein Wackeln mehr. Perfekte Schlafposition, Abwasserautomatik, Diebstahlschutz, Wiegefunktion, absolut wasserdicht. Ihr habt eingangs schon einen Zusatznutzen gesehen, aber wir haben mittlerweile noch ein paar mehr gefunden. Am besten ist natürlich, dass man irgendwo ankommt, auf den Knopf der Fernsteuerung und der App klickt und dann dauert es nur einen Moment und das Wohnmobil steht gerade, richtig gerade. Und es steht ja dann nicht nur gerade, es wackelt auch nicht mehr. Ihr kennt das. Wenn das Womo auf Rädern steht und einer geht nachts aufs Klo, dann schaukelt das ganze Schiff. Jetzt nicht mehr. Auch bei Wind ist das sehr angenehm. Jetzt kannst du tanzen im Wohnmobil, ohne dass es wackelt. Dazu kann man bei Goldschmidt auch eine Schlafposition einprogrammieren. Und wir haben den Kopf nachts gerne immer ein wenig höher. Einfach per App das Wohnmobil in die gewünschte Position bringen und abspeichern. Ab jetzt findet die Steuerung immer auf Knopfdruck eure perfekte Schlafposition. Und natürlich kann man auch seine Abwasserposition speichern. Also ihr kennt das, ihr entleert den Grauwassertank und trotzdem sind noch etliche Liter Wasser im Tank. Jetzt fährt man einfach die Stützen an einer Seite hoch, sodass wirklich alles Abwasser herausfließen kann. Fest einprogrammiert ist das in Zukunft nur noch einen Knopfdruck entfernt. Ja, und Diebstahlschutz. Stellt euch vor, euer Wohnmobil steht auf den Hubstützen und kein Dieb kann jetzt das Wohnmobil klauen.
auch wenn Sie reinkommen und die Kamera und das Portemonnaie sind nachher weg, das Wohnmobil bekommen Sie nicht vom Fleck. Warum? Ihr drückt beim Verlassen einfach auf die Taste und das Wohnmobil hebt die Reifen so weit, dass man nicht mehr wegfahren kann. Nur per PIN-Eingabe könnt ihr später das Wohnmobil wieder entsperren. Dazu die eingebaute Waage. Auch wenn nicht alle das eigene Gewicht des Wohnmobils wissen wollen, mit der HLC bekommt man serienmäßig und ohne Aufpreis die Wiegefunktion mitgeliefert. Man sucht sich einen festen Untergrund, drückt auf die Wiegefunktion, jetzt darf sich einfach keiner mehr bewegen, nicht mehr umherlaufen, et voilà, man weiß das exakte Gewicht. Haben wir natürlich auch auf einer geeichten Waage getestet. Goldschmidt verspricht 5% Genauigkeit. Bei uns waren es heute gerade einmal 18 Kilo. Ich finde das beachtlich. Fast schon nebenbei, die Anlage ist natürlich wasserdicht. Soweit ist das schon ziemlich gut. Richtig genial finden wir unsere Zusatzideen. Schneeketten aufziehen. Wir waren gerade im Skiurlaub in Samnaun gewesen. Und der gesamte Platz war komplett aus blankem Eis. Hubstütze weit nach oben und in aller Ruhe die Schneeketten montieren. So einfach war das wirklich noch nie. Und das funktioniert natürlich auch im Sand oder auf einer nassen Wiese. Man kann sich auch ausgraben mit den Hubstützen. Einfach Bretter oder ähnliches unter die Teller, damit die nicht versinken und das Wohnmobil anheben. Nun etwas unter die Antriebsräder legen und aus dem Loch fahren. Wir haben dafür immer diese festen Matten dabei oder manchmal auch Sandbleche, wenn wir von vornherein schon wissen, dass wir in unwegsames Gelände kommen. So kann man sich in Zukunft selber helfen. Und wenn ihr mal ordentlich ausfegen wollt, ja, dann stellt euch euer Wohnmobil doch mal richtig schräg. Okay, das war jetzt ein Witz, aber es funktioniert wirklich. Für was man es im Alltag nutzen kann, ja, das werden wir noch herausfinden. Ach, und noch eins. Ist der Hub zu klein, vielleicht weil der Stellplatz einfach zu schräg ist, dann könnt ihr natürlich die Teller unterbauen, also Balken drunter oder ähnliches, um höher zu kommen. Aber aufgepasst, die Hubstützen sind nicht für den Reifenwechsel zugelassen. Ich weiß, das machen viele, trotzdem aber das ist ein Risiko und das geht dann auf euer Risiko. Sich dann unter das Wohnmobil zu legen, ist einfach lebensgefährlich. Was wiederum geht, ist die Hubstützen ausfahren und dann einen Wagenheber unter das Wohnmobil zu stellen, um ihn zu sichern. So einfach war das Reifenwechseln noch nie. Kommen wir zum Einbau. Ich bin an einem schönen Sonntag zu Goldschmidt nach Walldürn gefahren. Es gibt natürlich auch überall sonst in der Republik Goldschmidt Partner. Ihr solltet einen kompletten Tag für den Einbau planen. ER2 am nächsten Vormittag wurde bei uns geprüft und gewogen. Im Vorgespräch hatte ich den Profis Bilder unseres Wohnmobils von unten geschickt. Und da jedes Wohnmobil anders ist, musste auch dieses Mal wieder der Mechaniker alles für auf unseren speziellen Fall anpassen. Haben die aber drauf und wurde umgehend gelöst. So eine Hubstütze besteht aus den Hydraulikzylindern, den Tellern, das sind diese runden Teile, die am Ende den Kontakt zum Boden haben, das Aggregat mit Steuerung, Öltank, Pumpe und Ventilen und etliche Meter Hydraulikschläuche. Eingebaut werden die Hydraulikzylinder hinter den Vorderrädern und hinter den Hinterrädern. Dazu werden weitgehend vorhandene Öffnungen bei unseren Chassis genutzt. Ist der geeignete Platz gefunden, sind die Hubstützen dank der passenden Halterung zügig verbaut. Nach der Mittagspause kommt das Aggregat an die Reihe und die Stromversorgung wird durch die B-Säule gelegt. Dort gibt es schon vorhandene Durchgänge. Das Kabel geht dann einfach von der Aufbaubatterie nach unten zum Aggregat. Am längsten dauert das Verlegen und Anschließen der Hydraulikschläuche. Je zwei dieser Schläuche werden an die Hubstützen angebracht, wobei bei Goldschmidt, wie schon eingangs erwähnt, die Anschlüsse weit oben und geschützt vom Boden angebracht sind. So kann man nirgends hängen bleiben und nichts abreißen. Das Herzstück der Anlage aber ist das Aggregat mit der integrierten Steuerelektronik. Hier sitzen die Ölpumpe, die Ventile zur Steuerung, der einzelnen Hydraulikzylinder, der Ölbehälter und die Elektronik mit dem Bluetooth-Modul. Das Aggregat wird zur Gewichtsverteilung mittig verbaut. Sind alle Hydraulikschläuche angeschlossen, kommt der erste Test. Ist schon ziemlich spannend gewesen, wenn man dann sieht, wie das alles funktioniert und am Ende hebt sich dein Fahrzeug vom Boden. Sehr, sehr cool.
kommt dann gleich der Spieltrieb durch. Aber nichts da, jetzt muss erst noch der Öltank richtig befüllt werden. Das Öl sollte im Übrigen ein Wohnmobil lebenlang halten. Und dann wird alles festgezurrt, festgeschraubt und noch einmal getestet. Und wenn ihr denkt, das war's schon, irrt ihr euch. Die Anlage muss erst noch kalibriert werden, also mit Hilfe von Wasserwaagen genau ausgerichtet. Und ist das erledigt, wird die Waage kalibriert. Dazu wiegen die Herren jede Achse und jedes Rad und programmieren es ins System ein. Jetzt ist es endlich soweit. Wir können die Waage nutzen und auch genau die Schlafposition und Abwasserposition festlegen. Zuletzt noch das Wohnmobil nochmal richtig schräg stellen. Test bestanden, wir sind endlich fertig. So war das bei Goldschmidt. Die HLC Smart ist nun verbaut und wir haben schon 3 Roadtrips damit gefahren. Und ja, mittlerweile ist es nicht nur Spaß, der uns antreibt. Einige Male haben wir nun auch Plätze ausgesucht, die wir vorher gemieden hätten. Denn mit den Hubstützen schaffen wir das Wohnmobil auszurichten, wo wir früher mit Keilen gescheitert wären. Das System ist sein Geld wert und wir fragen uns immer wieder, warum wir es nicht schon früher gemacht haben. Es mag günstigere Systeme geben, aber die Wertigkeit und auch die Professionalität beim Einbau haben uns gezeigt, dass Qualität bekanntlich seinen Preis hat. Wir werden euch sicher in den nächsten Monaten in unseren Filmen immer wieder mal ein Update dazu geben. Vielleicht fällt uns ja das ein oder andere noch dazu ein, dass man mit so einer Hubstütze machen kann. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Film gefallen. Dann gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, schreibt uns einen Kommentar oder eine Mail. Wir diskutieren wie immer gerne mit euch. Ach, und besucht uns mal auf Womoblog. Da gibt es noch haufenweise Reiseberichte, Produkttests und Bastelanleitungen für euch. Bis zum nächsten Mal.